Viele Kunden mussten dadurch einen teureren Vertrag bei einem Grundversorger abschließen. Die entstandenen Mehrkosten sollen die Verbraucher nun zurückbekommen. Das waren die Nachrichten. Die Verkehrslage. Auf der A4 Kirchheim Richtung Erfurt zwischen Friedewald und Wildeck-Obersuhl. 3 Kilometer stockender Verkehr, dort ein Unfall auf der linken Spur. Sie brauchen etwa 10 Minuten länger. A5 Karlsruhe-Heidelberg zwischen Bruchsal und Kreuzwaldorf. 6 Kilometer Stau, Unfall auf der mittleren Spur. Dort brauchen Sie 15 bis 20 Minuten länger. A67 Mannheim Richtung Darmstadt zwischen Funkstadt und Darmstädter Kreuz. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Deswegen dort 4 Kilometer Stau. Zurzeit ist nur die Stadtspur frei. 20 bis 30 Minuten Verzögerung sollten Sie dort berechnen. Und die A67 Darmstadt-Mannheim jetzt zwischen Darmstädter Kreuz und Funkstadt. 3 Kilometer stockender Verkehr. Gute Fahrt. Das Wetter für Hessen. Das bringt uns eine Nacht, wo die Wolken immer lückenhafter werden. Sie sind auf dem Rückzug, immer häufiger klart auf und dann wird es richtig kalt. Die Temperaturen sinken überall ins Minus bei uns im Land. -2 bis -6 Grad, das heißt auf den Straßen kann es dann auch Reifglätte geben. Morgen kann es zu Beginn ein paar Nebelschwaden geben, die lichten sich aber und dann setzt sich die Sonne durch. Es wird ein freundlicher Tag bei 1 bis 7 Grad. Auch der Sonntag startet mit Sonne, später werden die Wolken dann wieder dichter, bis 10 Grad dann. 5 nach 5, die Worte der Woche in HR1. Ich finde, Freitag, 17 Uhr, das ist so die beste Zeit, die man eigentlich haben kann. Viele wissen, es liegen 2 freie Tage vor Ihnen. Das ist richtig cool, der Feierabend ist in greifbarer Nähe und bei HR1 können Sie immer was Tolles gewinnen. Wir haben heute für uns, für Sie, unsere HR1. Wow. Die sind bei 5 nach 5 am Freitag.